Moin Moin, willkommen zurück bei den XCOM Files. Wir haben einen Beobachter abgeschossen, der Sektoiden. Den würde ich ganz gerne mal machen. Ich weiß nicht, ob wir Beobachter... Wir haben keine Infos über die Beobachter. Ich weiß nicht... Oh, hier fehlen Leute. Da fehlen Leute. Wen nehmen wir denn mit? Da cool und... N. Sollten keine Leader am Start sein. Das heißt, sollte kein Mind Control geben. Da ist noch ein kleines. Okay, gucken wir mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben zu wenig von den kleinen Heildingern. Von denen hier, Heilsprays. Das ist mittlerweile auch schon eine ganz gute Truppe. Also wir haben hier echt viele, die ziemlich gut treffen. Enright. So. Dann kriegst du das da und noch eine Smoke. Bitteschön. Du kannst auch mehr tragen. Ist ganz gut im Nahkampf. So, Ganzorik trifft auch sehr gut. Sind Sektoide, brauchen wir jetzt nicht unbedingt einen Raketenwerfer. Ich sollte mir allerdings angewöhnen, einen jeweils mit dabei zu haben. Einmal weil es... Wobei, nee, Moment mal. Du bist nicht der Richtige dafür. Du hast den Bewegungsscanner. Du solltest... Irgendwas mit Autoshot haben. Lasergeschütz. So. Jetzt können wir den ganzen Mist wieder ausrüsten. Okay, Gylfi. Denke mal, der Rest passt. Oh, du hast viel zu viel Heilung jetzt. Joanna ist die letzte. Okay. Wir sind in der Antarktis. Okay, der ist relativ ungefährlich. Ich denke, wir geben den Zug direkt einfach mal ab. Gucken, was wir sehen. Oh, sieh mal einer an. Da ist noch so ein Typi. Ich meine, was hatten die für eine Rüstung? 90 kinetisch, 45. Also die sind nicht schlecht bewaffnet. Weil der hat eine Waffe, die eigentlich keine hohe Reichweite haben sollte. Hm. Drei Stück. Zwei mit Plasma-Sniper. Das gefällt mir nicht. Zieh ich zurück. Und du auch. Okay,
Glück gehabt. Zwei Wunden. Ja, direkt verarzten. Aha. Okay, ihr seht den auch. Die haben noch Schilde, die ollen Sektoide. Aber mit den Lasergewehren ist es natürlich schwierig, jetzt durch die Rüstung zu kommen. Muss man ganz klar sagen. Okay, das war nicht den, den wir eigentlich kriegen wollten. Du. Okay, ich hoffe. Keine Ahnung, warum wir da nichts sehen. Könnt ihr euch nach vorne bringen? Und ihr solltet zumindest Damage machen. Ich habe extra den nach vorne gepackt, der noch nicht. Der noch nicht angeschossen war. Ah, das war gar nicht den, den wir erwischen wollten. Lasst mal gucken, ob ihr den wegmachen könnt. Der hält weniger aus. Man müsste dafür aber erstmal treffen. Wundervoll. Ja, dann kannst du dich um den da kümmern. Mit der Waffe kriegst du eigentlich jeden platt. Zumindest jeden Sektoiden. So, das kannst du wieder weglegen. Dann bringen wir die Miniguns raus. Wobei die gegen die Gegner wahrscheinlich nicht so gut sind. Die kommen nicht durch die Panzerung durch. Ich denke, da müssen wir Gülfi verwenden mit dem Autoshot. Okay. Hier ist es dann erstmal eine Kunst, überhaupt an das verdammte UFO ranzukommen. Gut. Ich gehe ebenfalls mit rein. Normalerweise sind diese gepanzerten Typis nicht bei kleinen UFOs zu finden. Also das ist eher eine Anomalie. Du gehst zurück. Angeschlossen. Fabian kommt nach vorne. So, schön langsam daran,
verteilt stehen. Für den Fall, dass eine Granate kommt. Okay, wir sehen immer noch nichts. Ist ein bisschen doof, dass wir direkt auf den Eingang zurennen, aber was will man tun? So, Gülfi. Das ist die wichtigste Waffe. Das können eigentlich nicht mehr viele sein, ne? Ich meine, das UFO ist jetzt nicht das Größte. Das UFO ist jetzt nicht das Größte. Okay, Glück gehabt. Oh, du brennst auch. Feuerlöscher? Ist am Start. So, irgendjemand mit Heal? Das war ein Kopftreffer. Ich denke mal, du solltest eine Runde überleben. Gülfi hier mit dazu. Okay. Oh, vorher ist schon wieder aus. Gut. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Keiner da. Wozu ist dann der Letzte? Hier oben? Vielleicht? Oder hier um die Ecke? Oder hier? Nee, ich glaube, das ist eine UFO-Teil. Damn it. Was? Oh, warte mal. Holy shit. Den habe ich gar nicht gesehen. Ein Toter leider. Dang it. Das war ein bisschen unnötig. Er hat nichts getroffen auf die nächste Distanz, obwohl er eigentlich super gute Trefferchancen hat. Ich verstehe es nicht. Tja, was will man tun? Transferiere das ganze Zeug nach Sibirien. Kerberrüstung behalten wir. Alles andere kann weg. Okay, wen haben wir verloren? 13 Schüsse in den Oberagent. Oberagenten haben wir nicht so viele hier in Antarktika, leider. Naja, es geht. Es geht. War trotzdem einer der besseren.
Muss man ganz klar so sagen. Und wir haben zu wenig Leute momentan. Aber es haben alle ein großes M. Wie sieht's mit den Quartieren hier aus? 15 Leute hätten noch Platz. Kauf nochmal 5 mehr. Sündmuskeln, das ist sehr gut. Das heißt, wir können noch weitere Sturmanzüge produzieren. Dauert Ewigkeiten, aber lieber jetzt als zu spät. Turbolaserpistolen in Hawaii. Was braucht ihr eigentlich? Gauss-Pistolen, aber die sind nicht so wichtig. Gauss-Gewehre wären wahrscheinlich nicht so verkehrt. Gauss-Scharfschützengewehr. Also, machen wir 2 Gauss-Scharfschützengewehre und 5 Gauss-Gewehre danach. Das dauert auch nicht so lange. Storm entdeckt. Was? Storm-Razzia. Das ist auch was Neues. Wir haben eine Gruppe Storm-Missbraucher entdeckt. Da das verbotene Technologie ist, müssen wir ihren Vorrat beschlagnahmen. Keine speziellen Anforderungen. Ich habe das Gefühl, das ist eine Low-Level-Mission, deswegen schicke ich das an das Hawaii-Team los, um damit die ein bisschen XP bekommen. Idealerweise. Leichter Jäger. Okay, das lassen wir in Ruhe. Versorgungsraumschiff. Okay. Ja. Wir erinnern uns, diese Gruppe wurde irgendwann in der Tiefapokalypse-Mission übelst dezimiert. Und ja, hat jetzt nicht mehr so wirklich viele gute Leute. Schmeiß das weg. Aber den ganzen Mist. Du könntest vielleicht einen Raketenwerfer tragen, wobei aber das in der Mission. Ja, als Rookie ist das vielleicht nicht die beste Idee. Als Rookie ist das wahrscheinlich nicht die beste Idee. Und wir haben schon einen Raketenwerfer dabei. Das passt. Oh, du kannst auch viel tragen. Machen wir das so. Wir machen Dynamitpack. Okay, soweit so gut, würde ich sagen. Gucken wir mal. Ich rechne mit Menschen. Ich wüsste nicht, was die Außerirdischen mit Storm wollten. Deine Zeiteinheiten sind ziemlich scheiße. Guck mal hier rein. Okay, da ist nichts. Weiß auch nicht, warum du einen Mehlkorb hast. Wir sehen nichts. Wir sehen nichts. Du guckst in diese Richtung.
Du guckst hier hinten rein. Hätte ich ganz gerne einen mit Reaction Fire, der auf die Tür guckt. Ein zweiter mit Reaction Fire, der auch hier hinguckt. Dann gucken wir nächste Runde da durch. Minigun. Ja, können wir auch hier hinbringen. Den Raketenwerfer. Jenna Burns hier hin. Ohan. Warte mal. Nicht in die Schusslinie stellen. Wir wissen immer noch nicht, was es für Gegner sind. Das ist die erste. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die erste Mission dieser Art ist. Okay. Der Kult der Apokalypse. Ja, es sollte relativ einfach werden. Da müssen wir einfach weniger aufpassen bei denen. Raketenwerfer. Zeiteinheiten weg. Otto Langauer hat leider versagt. Diefner ebenfalls. Kommen wir hier rein. Ah, da ist auch niemand. So, du mit dem Milkor gehst in die Ecke. Ich möchte nicht aus Versehen irgendwie einen dummen Reaction vor. Dummes Reaction Fire haben. Okay, was haben wir? Schotti und Schotti. Okay, ist kein Problem. Niemand. So, Roberto kommt auch hier mit dazu. Soll es eigentlich gut sein. Zum Glück habe ich das schlechte Team mitgenommen und nicht das bessere. Weil gegen den Kult der Apokalypse... sollte eigentlich jedes Team... ausreichen. Okay. So. Es können Granaten kommen. Bisschen auseinander stehen. Wundervoll, du bist kein Rookie mehr. Die wäre auch Geschichte. Okay, da sind relativ viele drin. Schicken wir Emil mal dahin. Raketenwerfer. Möchte ich lieber nicht haben momentan. Du stellst dich einfach ans Fenster. Können zur Abwechslung mal... Hier ist eine Tür. Da ist aber keiner drin.
Ich glaube, da müssen wir nicht weiter hingucken, da kann keiner mehr kommen. Einer weniger. Ich versuche so ein bisschen die Rookies die Kills machen zu lassen. Aber beim Reaction Fire ist es natürlich schwierig zu beeinflussen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wer da die ganzen Kills abgestaubt hat. Okay, gut. Du machst auf jeden Fall XP. Ach, jetzt siehst du niemanden mehr. Merkwürdig. Divna, schon 2 Kills. Können halt gar nichts, ne? Die können halt gar nichts. So, gut gemacht, Otto. Du da. Das 86 Zielgenauigkeit. Lass mal Jenna. Jetzt nötige. Ich weiß nicht, warum das kein Kill ist. Okay. War das ein Treffer? Das war ein Treffer. Huh. Ansonsten hat niemand Vision auf den... Roberto Perez. Ja, Rest bleibt. Der nächste. Der war auch wieder in diesem Gebäude, glaube ich. Wobei, mit der Rüstung solltest du eigentlich nicht so weit vorne sein. Ich denke, wir machen wieder Reaction Fire. Ich glaube, das funktioniert momentan ganz gut. Viele sind es nicht mehr. Kein Schwein hier. Okay. Und plötzlich haben sie kapituliert. Ja, das war doch eine erträgliche Mission. Würde ich meinen. Ursetecker. Okay, haben wir schon. 37 mal Storm. Männliche Stormies müssten wir auch schon haben. Können weg. Oh, braucht man für die Bio-Verbesserungen. Okay, die behalten wir. Osiron Tech Trooper. Huh. Und Oberagent Hauptmann in Kanada und 2 Oberagenten in Antarktika. Gut. Dimension X-Vermessung.
Unser Außerteam hat erfolgreich einen Vermessungssatelliten in der exotischen Dimension gestartet. Es scheint ein erdähnlicher Planet im Orbit eines sterbenden M-Klasse-Sterns zu sein, der älter erscheint als unser Universum. Obwohl die Atmosphäre für Menschen ungeeignet ist, wimmelt der Planet mit Leben auf Kohlenstoffbasis. Es gibt auch viele künstliche Strukturen, meist in Ruinen, bis auf eine hochentwickelte Region. Diese fremde Architektur scheint organisch. M-Klasse-Sterne übrigens sind kleiner und kühler als die Sonne. Und in der Regel sind Planeten, die einen M-Klasse-Stern umkreisen, Gezeiten gelockt. Das heißt, die eine Seite dreht sich immer dem Stern zu und die andere ist schwarz und dreht sich immer dem Stern weg. Nicht wie unsere Erde, die bei der es ja anders ist, wo nicht immer eine Seite bescheint wird. Kybernetzfestung, Dimension X Stadtvermessung. Okay, machen wir weiter. Machen wir Kybernetzfestung. Das Versorgungsraumschiff. So, ich glaube, es hat niemand was abgekriegt in Hawaii. Gut. Da müssen wir die Leute jetzt langsam wieder hochkriegen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber wir haben immerhin doch noch ein paar gute Leute. Weiter hinten. Und Antarktika hatten wir 2 Beförderungen. Und zwar von denen hier hinten. Interessanterweise. Wir nehmen Wada mal mit rein. Können wir... Können kein Intensivtraining machen. Haben wir sonst irgendwas? Kampfpilotenschein. Kampfkunsttraining? Nee. An Kanada hat er auch Beförderungen. Und zwar ein Oberagent, das ist Inya. Die ist bereits richtig sortiert und Arthur wurde zum Hauptmann befördert. Hier haben wir sehr viele Hauptmänner. Das ist, ist gut. Kann nie genügend Hauptmänner haben. Kurz mal durchgucken. Ah, keine der Xer, die irgendwie... Bierverbesserung. Ich denke, das lohnt sich, dass wir die mal machen. Das heißt, der Raven 2 kriegt einen neuen Piloten im Moment mal. Und zwar... Na, man möchte jetzt eigentlich nicht... Oh, das spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Komm, Nazmi. Herzlichen Glückwunsch. Du darfst den Raven pilotisieren. Ah, oh, endlich das fortschrittliche Labor. 20 Millionen. Das ist Kinderspiel. Diese Forschungseinrichtung erlaubt die Untersuchung der fortschrittlichsten außerirdischen Apparate, die sich exotischer Physik bedienen. Es hat Raum für 25 zusätzliche Wissenschaftler. Dieses Labor braucht 500 Elerium, 15 UFO-Energiequellen und 15 UFO-Navigation. Ich denke, das müsste machbar sein. Syndikat-Experimente. Ja. War's bei Ingenieur. Kam nicht wirklich viel bei raus. Mach mal das Illyrium-Zeug da. Mutone-Soldat, Mutonenkultur. Laut der Befragung des Mutonen wurden die Ahnen dieser Außerirdischen von sogenannten Ätherern augmentiert und in ihre Armee eingegliedert. Über Jahrtausende des Frontdienstes wurde ihr Bauplan weiter verbessert. Moderne Mutone bezeichnen sich mit Stolz als eine Knechtkaste grimmiger Krieger, jenen, die sie als ihre Schöpfer sehen, fanatisch ergeben. Sie funktionieren nur als Teil der außerirdischen Gesellschaftsmaschine, haben daher keine eigene Zivilisation, aber sie haben ihre eigene Kultur, die ihre Jagdinstinkte und völlige Unterordnung widerspiegelt. Ein Schlüsselelement, um ein erwachsener Mutone zu werden, ist, eine permanente Verbindung mit einem Ätherer-Führer einzugehen. Getrennt tötet dies den Mutonen.
Diese Verbindung wird als das heiligste Ritual und ein Zeichen der Größe angesehen. Warum können die Motone dann Missionen ohne Ätherer ausführen? Müssen eigentlich immer, die dürften dann eigentlich nur, wenn das stimmen würde, nur in Kombination mit Ätherern auftreten. Und wenn man den Ätherer töten müsste, müssten alle Motone auch sterben. So, Emilisto. Was ist mit den ganzen Wissenschaftlern? Wo sind die Wissenschaftler? Hier. Ja, mach mal den Arzt. Ultimativer Jäger. Und hier haben wir auch noch welche. Machen wir mal Dimensionsstartvermessung. So, dann das Labor. Das Labor. Fortschrittliches, oder? 20 Millionen sind kein Problem. 500 Ellerium. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass wir die haben. Hier. Und 15 Navigation. Ellerium. Nein, das reicht nicht. Energiequelle haben wir auch nicht so genügend. Navigation ebenfalls nicht. Also, wir haben gesamthaft irgendwie schon genügend. Das Problem ist, wir haben nirgendwo genügend Platz, um das Ganze unterzubringen. Ich meine, 500 Ellerium macht saumäßig viel Platz. Hawaii hat 212. Hauptstützpunkt. Viel zu wenig. Ja, so das Problem ist offensichtlich, dass wir nirgendwo genügend Platz haben, um das nötige Ellerium zu stauen. Und ja, 500 ist auch gar nicht so wenig. Hundertneunzig. Sibirien? 150. Also Hawaii hat wahrscheinlich schon am meisten mit Antarktika zusammen. Problem ist, wir werden niemals genügend Platz haben oben. Okay, wir können das alles rüberschieben. Dann haben wir schon mal 450 um den Dreh rum. Das heißt, wir brauchen noch 50 anderweitig. Ellerium. Und dann können wir gleich mal gucken. Energiequellen. Ja. Da fängt das Problem schon wieder an. Das heißt, wenn wir jetzt das ganze Ellerium haben, das heißt, wir müssen anderes Zeug wegschmeißen. Hier, die Gärten können weg. Legierungen haben wir saumäßig viele. Dann sehe ich gerade was. Transferier mal. Zehn Sündmuskeln hier rüber. So, und dann probieren wir jetzt von hier nochmal Energiequellen 5 rüber zu schieben. Und 15 Navigationen brauchen wir. Okay. Das ist ein Versorgungsraumschiff, interessiert kein Mensch. Scharfschützengewehr. Das ist wahrscheinlich auch ein Versorgungsraumschiff. Thank you.
Okay, jetzt sehen wir es ja aus dem Versorgungsraumschiff. Warum so haben wir das nicht gesehen, als es in Kornkreise? Für die XP. Wo ist der Rest? So, jetzt müssten wir eigentlich genügend haben, um das fortschrittliche Labor zu bauen. Muss ich mal kurz gucken. Das hier ist das verbesserte Labor. Können wir das überbauen? Nicht möglich. Nicht genug Gegenstände? Was fehlt denn? Ach, ich war im Falschen. Okay. Vorhandene Einrichtung kann nicht ersetzt werden. Ich bin gerade am Überlegen. Was haben wir hier drin? Viel Wichtiges. Das Radarsystem könnte man abreißen. Das kann man nachher wieder aufbauen. Was? Nein. Ja, demolier das Ding. Und bau das verbesserte Labor. Wo ist es hin? Warum können wir das nicht bauen? Jetzt habe ich alles hier hin. Vorhin ging das doch. Ich verstehe es gerade nicht. Tut mir leid. Stützpunkt einrichten. Verbessertes Labor. Nein. Fortschrittliches Labor. Warum geht das nicht? Warum können wir das da nicht bauen? Wohin ging das doch? Okay, ich muss kurz nachgucken. Bis gleich. Boah, ich bin so im Forst. Nee, ich habe mich einfach verguckt. Es ist... Einrichtung bauen. Wir wollen nicht das verbesserte Labor, wir wollen das fortschrittliche Labor haben. So. Damn it. Es hätte auch einfacher sein können. Das Naming ist ein bisschen... Ja, es ist nicht klar, dass das Fortschrittliche das Beste ist. Besser ist als das verbesserte Labor. Aber was soll's. Danach reißen wir das Verbesserte ab und... Ja. Jetzt haben wir hier wieder mächtig Platz. Hooray. Und... Wir können mal gucken, ob wir noch ein zweites hinkriegen. Aber jetzt machen wir noch diese Mission. Die eigentlich ziemlich einfach sein sollte. Tonung liegt auf sollte. So, kurz die wieder was tragen können, schön auslasten. So, du zum Beispiel. Ist das da? Okay, wundervoll. Ah, damit, wir haben keine Stun-Waffen dabei. Es ist eine Stun-Mission. Ich. Noob. Es ist eine Stun-Mission. Ja, da ist einer. Dang it.
Na komm, auf geht's. Hilft nichts. Okay, du siehst den. Ist okay. Alles weg damit. Du bist ein Rookie. Du kriegst auch noch so ein Teil. Ab dafür. Warum mache ich die Mission überhaupt? Das ist eigentlich Zeitverschwendung. Manchmal, ich habe so ein bisschen gehofft, dass ein paar MIB-Typis am Start sind. Weil die gibt es hier manchmal in dieser Art von Mission. Aha, da ist einer. Du schaust weg. Irgendein Heavy oder so? So, der kommt uns schön entgegen. Das ist fantastisch. Hat leider nicht gereicht. Okay, erstes Platt. Zweiter war, glaube ich, da oben. Okay, da hinten ist einer. Ich meine, hier oben war einer. Der hat eine Shotgun. Okay. Schön alle hier rein. Ja, der ist, glaube ich, hier reingegangen. Ja, da ist er. Der hat eine Axt. Okay, zweiter ist ausgeschaltet. Jetzt ist nur noch der Axtmörder übrig. Okay, da ist er. Yay. Naja, ein bisschen was hat's gebracht. Ein bisschen was hat's gebraucht. Okay. Wieder eine Mission erfolgreich bestritten. Sibone Conti. Ist das unser neuer Rookie? Nee, es ist ein Oberagent. Ich denke mal. Du wirst den Thunderstorm erstmal fliegen. So, jetzt müssen wir irgendwie gucken. Ich denke, sobald wir diesen Warenbunker hier haben, können wir hier in Kongo auch nochmal gucken, ob wir 500 Illyrium zusammenkratzen können. da haben wir 140. Da war, glaube ich, nicht so viel. Die Energiequellen. Ja, du hast fast keins. Energiequellen-Navigation sollten kein Problem sein. 127. 500 ist viel. 180. Da haben wir gar nichts mehr. Vielleicht wird es Zeit, mal so ein Supply-Schiff in die Kartlagerhalle. Ich denke, die machen wir in der nächsten
Episode. Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten oder ob es eine andere Mission war. Das andere war das Wissenschaftslabor. Ja, beim letzten Mal stand irgendwas von Wissenschaftlern da. Das heißt, ich glaube, das ist eine neue Mission. Dann machen wir die in der nächsten Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.